Ein Verein ist empört über die eigenen Fans. Nach dem rassistischen Zwischenfall in der Pariser Metro steht der FC Chelsea in den Schlagzeilen. Für Paul Canneville, den ersten dunkelhäutigen Chelsea-Spieler der Geschichte, eine abscheuliche Aktion. This is not all of Chelsea. So etwas repräsentiert nicht den gesamten Club. Das ist ein kleiner Teil. Ich meine winzig, wirklich klein. Die waren dumm. Die waren ignorant. Und noch zu sagen, sie repräsentierten Chelsea, war schlimm genug. Der Verein wird das überstehen, alles in den Griff kriegen. Und das ist, was wir wollen. Was jeder will. Denn jetzt schaut die ganze Welt, nicht nur wir, auf Chelsea und sieht, wie wir dagegen vorgehen. Vor dem Champions-League-Spiel am Dienstag hatte eine Gruppe Chelsea-Anhänger rassistische Texte in Richtung eines dunkelhäutigen Mannes gesungen und ihn sogar am Einsteigen gehindert. Der Wortlaut: We are racist and that's the way we like it. Der englische Guardian veröffentlichte eine Amateuraufnahme von der Aktion. Anschließend bat der Club um Hinweise, die zur Identifizierung der Gruppe beitragen. Auch die anderen Fans distanzieren sich klar. Denken Sie an die Helden, die für uns Tore geschossen haben. Drogba, nur ein paar Idioten. Wir sind ein multikultureller, integrativer Verein. Menschen, die sich so benehmen, sind Abschaum.